Wir haben jetzt hier einen wunderschönen Blick auf das Tal. Ich habe hier auch schon Fuchsspuren jetzt gefunden. Und es wäre natürlich optimal. Jawohl. Da haben wir den Ruf. Aus dieser Richtung. Das heißt, ich werde jetzt mal hier vorne den Ruf setzen. Das war jetzt perfekt, um euch auch noch zu zeigen, glücklicherweise, wie sich der Fuchs anhört. Der Fabi, der ja den Ruf des Fuchses auch aus dem echten Leben kennt, hat mir gesagt, dass das sehr realistisch gemacht wurde. Also ich nehme auch mal an, dass es tatsächlich sich um echte Aufnahmen vom Fuchs handelt. So, ich will mich jetzt hier so ein bisschen zur Seite bewegen, um dann einen schönen Schuss antragen zu können. Wir müssen uns natürlich auch ein bisschen beeilen. Ich höre den Fuchs schon wieder. Hinter mir, da müsste also mehr als ein Fuchs sein. Oh, das könnte jetzt natürlich. Natürlich jetzt ganz schlecht. Da kommt er. Zum Glück habe ich das Zielfernrohr nicht drauf. Und er liegt im Knall. Zum Glück. Da hinten flieht der andere. Habe ich gerade noch im Augenwinkel gesehen. Da können wir jetzt mal schauen, vielleicht können wir den uns auch noch holen. Also das scheint hier auf jeden Fall gute Fuchsgegend zu sein. Hier ist der Anschuss. Sieht mir wieder nach einem Körpertreffer aus. Zum Glück hatten wir das Zielfernrohr jetzt nicht drin. Schauen wir es uns mal an. Ah, war ein guter Schuss. Lungendurchschuss. Wieder ein männliches Tier. Und eine Score von 16,012. Sehr schön. Wobei das hier jetzt natürlich weniger schön ist. Ich hoffe mal, ich krieg den da raus. Ja, da schlittert er natürlich erstmal nach unten. Das macht aber nichts, solange wir jetzt ein schönes Foto kriegen. Ist das alles okay? Bei dem Kopf hätte ich schon noch ein bisschen. Da haben wir jetzt schön den Schuss gesehen. Das war der Einschuss auf dem Bauch. Dann schauen wir mal. Ah, das sieht er. Ja, das geht jetzt wohl nicht so wirklich besser. Dann machen wir das Bild einfach so. Und ja, schaut euch mal dieses wunderschöne Szenario hier an. Sonnenuntergang auf Hemmeldal, das ist einfach wunderschön. Ich werde mich jetzt ein bisschen in die Richtung bewegen, in die der andere Fuchs geflohen ist. In der Hoffnung, dass er sich beruhigt hat und dass ich den nochmal anlocken kann. Also es lohnt sich immer, flüchtigen Tieren noch ein Stück hinterherzuziehen. Natürlich nicht zu schnell das Ganze. Und dann nochmal das Locken zu versuchen. Das funktioniert in vielen Fällen ganz hervorragend. Ich hoffe mal, ich kann es euch jetzt hier demonstrieren, dass es auch hier funktionieren kann. Und die Strategie, die wir hatten, war für diesen Fuchs ganz gut. Aber das war halt noch ein anderer in der Nähe.
der da ein bisschen näher dran war und der uns dann von hinten überrascht hat. Zum Glück hatten wir zu dem Zeitpunkt Stilfernrohr nicht drauf, sonst wäre das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Das sind halt so Sachen. Bringt einen weiteren Aspekt dazu, dass man eben halt auch darauf achten sollte, wie ist es, wie ist die Umgebung? Ist es eher für einen weiten Schuss die Situation oder kann es dazu führen, dass ich dann eben auf einmal ein sehr nahes Erlebnis habe mit einem Fuchs oder je nachdem welches Tier. Und da muss man bei diesem Zielfernrohr bei dem 12x50 mm natürlich immer das Ganze ein bisschen der Situation anpassen. Ich werde auch jetzt erstmal das Zielfernrohr nicht drauf machen, weil wie man sieht, hier haben wir nicht die weiten Distanzen momentan. Es kann sich natürlich jetzt ändern, wenn wir über diesen kleinen Hügel da drüber schauen. Hier haben wir die flüchtende Spur. Und das hier ist die ziehende Spur. Okay. Da sollte man sich natürlich dann auch nicht irritieren lassen. Ich werde jetzt hier nochmal rufen. Ja, hier wäre es natürlich auch optimal, einen etwas weiteren Schuss anzutragen. Deswegen werde ich hier jetzt das Zielfernrohr wieder draufpacken. Vorsorglich. Die Waffe durchladen. So. Und dann hoffen wir einfach mal, dass sich hier jetzt dann noch was tut. Ich werde das Ganze jetzt hier auf diesem Stein noch ein bisschen aussitzen. Und dann bin ich einfach wieder zurück, sobald sich hier was tut. Drückt mir die Daumen. Okay Leute, er hat gerufen. Es ist tatsächlich der Fuchs. Nachdem wir Ausschau halten. Wunderbar. Jetzt warte ich eigentlich nur, bis er in Sicht kommt. Kurz schauen, ob das hier alles passt. Ja, ihr seht schon, der Zoom-Faktor ist enorm. Deswegen kommt es jetzt gleich darauf an, dass wir ihn so früh wie möglich sehen. Das ist wirklich spannend, die Fuchsjagd. Kann ich euch nur empfehlen, wenn man irgendwo sitzt und den Fuchs... Da ist er. Okay. Jawohl. Sauberer Schuss. Puh, nicht zu lange gewartet, so muss es sein. Da werden wir uns doch gleich mal den Anschuss anschauen. Schön, dass das jetzt geklappt hat. Deswegen, es lohnt sich wirklich, also wenn man auch mal ja, das Pech hat, dass man einen Fuchs in Flucht versetzt. Das funktioniert auch für andere Tiere übrigens. Es lohnt sich trotzdem,
nochmal in die Richtung weiter zu pirschen, natürlich vorsichtig oder so vorsichtig wie möglich. Und da kann man auf jeden Fall nochmal die Chance kriegen. Da haben wir ein sehr großes Tier, wie mir scheint, und eine schöne rote Farbe. Wieder ein männliches Tier. Ja, wir haben die Lunge getroffen und eine ähnlich gute Score wie der erste, 18,885. Also ich muss sagen, das macht hier auf jeden Fall schon mal richtig Spaß. Und noch ein schönes Bild. Und ich gehe einfach noch ein Stück weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit, nicht mehr allzu viel. Aber diese herrliche Abendsonne hier macht richtig Laune, hier zu jagen bei dem schönen Licht hier. Und ja, wir sehen uns einfach dann wieder, sobald sich hier etwas tut. Und bis dahin. Und jetzt habe ich gerade noch den Ruf eines männlichen Elches vernommen. Wir sind jetzt hier, wie man sieht, fast am Stand, am Hochsitz. Und dann machen wir das doch noch hier zum Abschluss. Wir nehmen mal das Urinspray für den Elch. Lockduft. Erstmal ein Ruf. Und dann bringen wir hier mal noch ein bisschen Lockspray aus. Muss man natürlich jetzt schauen, dass wir auch eine gute Position haben. Vom Stand aus. Ja, ich denke mal, so könnte es gar nicht schlecht sein. Und dann begeben wir uns mal auf den Stand und schauen, dass wir diesen Elchbullen hier noch als schönen Abschluss der Jagd bekommen. Und ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, also ich bin natürlich total geplättet. Ihr werdet es vielleicht gesehen haben, wir haben mittlerweile schon über 2000 Abonnenten. Und mir fällt bald nichts mehr ein, was ich dazu noch sagen könnte. Es ist einfach irre. Und ein paar von euch haben mich natürlich auch gefragt, ob es wieder ein Special gibt. Ich habe da auf jeden Fall vor, was zu machen. Was genau, weiß ich aber noch nicht. Es soll aber auf jeden Fall etwas sein, bei dem ihr auch mehr oder weniger mitwirken könnt. Und deswegen sage ich jetzt an der Stelle auch schon mal, dass ihr mir, wenn ihr Fragen an mich habt, allgemein zu meinem Kanal oder überhaupt einfach zu dem ganzen Thema Jagen mit Bratze. Ich habe gedacht, ich mache vielleicht mal so eine Frage-Antwort-Runde als Special. Und ihr könnt mir da gerne eure Fragen einfach zusenden. Je nachdem, also per Mail auf Profil oder ihr könnt natürlich auch bei YouTube mir eine Nachricht schreiben oder hier in den Kommentaren einfach Fragen stellen. Ganz wie ihr wollt. Wir warten jetzt auf jeden Fall einfach mal ab. Auf den Elch. Und dann bin ich sofort wieder da, wenn sich hier was tut. Und da sind wir zurück und ich kann ihn auch schon sehen, wie er hier zwischen den Bäumen heraustritt. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schöne Schaufeln.
Ist jetzt von der Größe her nicht unbedingt das Größte, was ich gesehen habe, aber auf jeden Fall ist ein sehr schönes Tier. Und da werden wir natürlich jetzt versuchen, mit der 9.362er Anschütz Schuss zu setzen. Das könnten wir eigentlich auch jetzt bei der Position sehr gut tun. Aber er bewegt sich nochmal. Ich könnte natürlich jetzt mal hier die Gelegenheit ergreifen, das 12x50 mm Zielfernrohr auf der Anschütz zu zeigen. Das ist also auch möglich, wie wir sehen können. Dann schauen wir mal, dass wir einen schönen Schuss hinkriegen. Ihr seht, der Zoom-Faktor ist auf jeden Fall größer. Und ich denke mal, sobald er stehen bleibt und ich freie Sicht habe, werde ich da den Schuss antragen. Er bewegt sich jetzt zum Geruchsspray. Und den Fangschuss gesetzt und das sieht gut aus. Wunderbar. Damit hätten wir doch die Folge ganz gut abgerundet. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir haben nämlich nur noch 10 Minuten Ingame-Zeit. Man sieht auch, der Mond geht schon auf. Die Sonne ist fast gänzlich untergegangen. Hier sollte jetzt der Anschuss sein. Das war Eingeweide. Der Fangschuss ist ein bisschen hoch geraten. Da tippe ich mal eher auf Schulterblatt. Aber bei diesem Kaliber war das natürlich trotzdem absolut fatal. Ja, der erste Schuss war ein Leberschuss, der zweite ging auf den Körper. Score 146,676. Schönes Tier. Ja, jetzt haben wir hier natürlich wieder diesen Wackeleffekt. Dann lassen wir es mal bei diesem Bild. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Vergesst nicht, eure Fragen in die Kommentare reinzuschreiben. Daraus machen wir dann so eine Art 2000 Abonnenten-Special und dann werde ich mich mal in Ruhe hinsetzen und versuchen, eure ganzen Fragen zu beantworten. Ich hoffe mal, dass einige zusammenkommen und dann sage ich mal, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und Happy Hunting to you!